Tag, liebe Zuschauer. Heute wollen wir euch einmal die ganze Gruppe vorstellen. Da wäre zuerst die Johanna, dann die Martina und die Sabine. Und die Herren Lazy Lousy von der DT Connection, ein älterer Bekannter Gary und last not least Sugar Break von der Bionic Dance Crew. Aber jetzt wieder zu unserem Herrn Medizinalrat. Breakdance ist die spektakulärste Art zu tanzen seit dem Rock'n'Roll. Es ist kein Partnertanz und man tanzt vorwiegend allein oder in Gruppen. Ein oder zwei Mitglieder der Gruppe sind besonders gut im Breakdance, dem akrobatischen Teil. Der eine beherrscht Figuren wie den Knee-Spin, Backspin und Headspin, Drehungen auf einem Knie, dem Rücken oder auf dem Kopf. Der andere kann den vom Bodenturnen bekannten Flickflack, einen Salto aus dem Stand oder die Bodenkippe. Eine Übung, die beim Breakdance Kerzenaufsprung heißt. Andere sind besonders bewegungsbegabt im pantomimischen Teil, im Robot-Dance und Electric Boogie. Für den Robot-Dance sind roboterhafte, wie von der Maschine verursachte Bewegungen typisch. Der Electric Boogie besteht aus weichen, wellenartigen Bewegungen, die durch den gesamten Körper laufen, wie Moonwalk oder Smurf. Erlaubt ist, was gefällt. Jeder Breakdancer hat eine große Zahl von Bewegungsabläufen parat. Der Reiz liegt in der Improvisation und in der Kombination der einzelnen Bewegungen miteinander. Zur Musik können jederzeit neue Figuren erfunden werden. Heute machen wir zu Anfang einige Dehnübungen für den Rücken und die Rückseite der Beine. Nehmt die Arme zu den Seiten und geht mit flachem Rücken, wenn möglich, nach unten. Und jetzt versuchen wir, in dieser Position etwas zu wippen. So, jetzt gehen wir zwischen den Beinen durch mit rundem Rücken. Und wieder flacher Rücken. Drei. Und rund. Vier flache Rücken. Eins, zwei, drei. Auf zwei dasselbe. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Sehr schön, wie ihr das macht. Jetzt im Einzelrhythmus. Gut. Seht ihr, es geht schon von alleine. Und noch einmal eine Runde. Zwei. Eins und zwei. Gleich ist fertig. So, das reicht erstmal. Aufrollen. Jetzt machen wir etwas Seitdehnung. Gut, Seite, wie der Name schon sagt. Und ziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir wechseln zur anderen Seite. Und zieht auch am unteren Arm. Jetzt machen wir es selber. Vier, eins, zwei, drei, vier. Wechsel. Jetzt machen wir es auf zwei. Das klappt ja schon ganz toll. So, jetzt machen wir es nochmal im Einzelrhythmus und ziehen. Ziehen. Achtet drauf, dass er ganz genau in die Seite geht. So, ich würde sagen, das reicht für diese Übung. Ausschütteln. Jetzt machen wir etwas für die Balance. Und zwar, wir beugen die Knie
Arme zu den Seiten, die helfen euch. Und die Ferse hoch. Ferse. So, jetzt wird's schneller. Hoch und hoch. Hoch, lasst die Schultern unten, nicht verkrampft. Und jetzt beide Fersen. Ich glaube, das genügt. Die Füße haben wir durchgearbeitet. Jetzt kommt was für die Hände. Achtung. Und los. Wir winkeln die Hände an. Im Wechsel nach oben und nach unten. Das ist für die Handgelenke. Nachher für diese Schlangentaffen. Und tief. Hoch. Tief. Und. Eins, zwei. Versucht mal, die Arme ganz gestreckt zu lassen. Und nochmal. So, man könnte das Ganze auch mit den Füßen kombinieren. Vor allem diese Stellung sieht sehr elegant aus. Es quietscht so schön, wenn man Turnschuhe anhat. So, was Neues. Schutzmann-Position. Nicht direkt Schutzmann, aber sowas Ähnliches. Die Arme sollten im rechten Winkel abgewinkelt sein. So in etwa. Und ihr könnt ruhig ein bisschen mit Rhythmus mitgehen. Jetzt machen wir es schneller. Und. Klappt. Arme ausschütteln. Jetzt machen wir noch etwas, was leicht asiatisch aussieht. Und schneller. So, jetzt gehen mal die Hände in dieselbe Richtung. Und erinnert ihr euch, in der letzten Folge haben wir Kopfisolationsübung gemacht. Das kombinieren wir jetzt. Wer es wagt, schneller. Und nur die Hände und der Kopf bewegen sich. Und das reicht. So, der Eisi macht weiter. Eisi, bitteschön. Okay, wieder zum Breakdance-Teil. Judy hat schon angefangen mit Arme. Schwerpunkt heute, okay? Erstmal den Rhythmus spüren. Und Arme wirklich mitnehmen. Okay. Okay, jetzt schwingen. Ganz einfach. Zur Musik passend. Bisschen mit Spannung. Und Kontakt. Jetzt aber nie vergessen, das sind alles nur Formen. Ja? Wir geben hier nur Beispiele. Beispiele, die im Breakdance üblich sind. Aber vergesst nicht eure Fantasie. Ihr seid euer eigener Choreograf. Okay? Deswegen nicht nur festhalten an diesen vorgegebenen Geschichten, sondern wirklich alles Mögliche probieren. Gestreckt. Okay. Neu. Ein Rechteck. Umwechseln. Schaut folgendermaßen aus. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zum Rhythmus. Gar nicht schwer. Man kann unheimlich viele verschiedene Figuren erfinden. Und auf die Musik ein bisschen eingehen. Hopp, das war's noch nicht. Moment. Jetzt. Mitgegriffen. Durchstrecken.
umwechseln, wieder reinziehen, bisschen reiben, durchstrecken, umwechseln, reinziehen, reiben. Ja? Nächstes. Und stopp. Und hier. Und Ellbogen zusammen wechseln. Und schwingen. Okay. Jetzt erste kleine Wellenbewegung, die wir machen können. Hände fassen sich. Jetzt fängt die Welle hier am Handgelenk an. Durchdrücken. Jetzt gibt es an die Hand weiter. Hand, Armgelenk und wieder gerade. Okay, nochmal langsam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, daraus kann ich zur Seite gehen. Ich zeig's mal so. 1, 2, 3. Ja, also ganz viele verschiedene Sachen entstehen lassen. Auch nach oben. Ja? Und aus diesem ganzen Material kann ich rausarbeiten, ja? Kann was immer auch machen. Spielen damit. Leider wieder um. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns auf jeden Fall. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Grüß Gott, liebe Zuschauer. Wir sind wieder einmal bereit. Eis, was machst du heute? Ja, wenn wir jetzt in Was bin ich wären, dann müsste sie eigentlich sagen, typische Handbewegung. Ne? Aber genaueres dann später, jetzt erst zu unserem Herrn Professor. Jede vernünftig aufgebaute und sportlich dosierte Aktivität ist gesund. Ob diese Aktivität nun Aerobik, Skigymnastik oder Breakdance heißt. Gute Lehrer, wir haben solche ja in unserer Sendung, werden Ihnen zeigen, wo die Gefahrenpunkte liegen und worauf Sie besonders achten müssen, damit die Übungen richtig ausgeführt werden und Ihrer Gesundheit nützen. Unsere jungen Zuschauer möchte ich warnen. Probieren Sie nicht die spektakulären Figuren ohne Anleitung aus, die in den Zeitungen abgebildet sind. Die Übungen werden Ihnen auf Anhieb nicht gelingen, auch wenn Sie noch so sportlich sind. Die Bewegungsabläufe sind schwierig. Selbst Tänzer, die diese Übungen beherrschen, sind dabei verletzungsgefährdet, weil die Übungen eben gefährlich sind. Die gefährlichen Übungen haben wir zum größten Teil weggelassen. Aber auch im restlichen Training werden Sie merken, dass Breakdance intensiv Ihre Koordination schult. Das ist nicht nur gesund für den Körper, sondern auch für den Geist.
seitdem, und das ist immer wichtig, kann nie etwas schaden und ist nicht nur eine Vorübung für Breakdance, sondern auch Gymnastik, Jazzdance und so weiter. Zieht schön aus der Taille heraus und vergesst nicht die Schultern tief zu lassen, nicht die Schultern mitnehmen. Machen wir dasselbe mit gebeugtem Bein langsam. Es sieht dann aus wie eine feine Bogenbewegung. Und jetzt schneller. Was weiter? Wir nehmen die Arme zu den Seiten und jetzt geht mal tief mit dem Oberkörper, möglichst mit flachem Rücken, wieder hoch und tief und hoch und tief und hoch, jetzt schneller, tief und hoch. Lass die Beine dabei ganz gestreckt. Nochmal. Achtung! So, jetzt verbringen wir den Oberkörper, aber lassen Sie das Becken frontal. Und andere Seite. Jetzt schneller. Seit und Seit. Seit. Und jetzt noch schneller. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt beugen wir immer noch ein Knie dazu. Legt euch richtig rein in die Übung. Ich glaube, das reicht. So, jetzt gehen wir an den Oberkörper. Heute machen wir Oberkörper-Isolationsübungen. Die sind sehr schwierig, deshalb bauen wir das langsam auf. Legt eure Hände auf die Oberschenkel, damit die Hüfte sich nicht bewegt. Es geht nur um den Oberkörper. Langsam zur Seite. Wichtig ist, dass die Schultern parallel zum Boden sind, nicht dass die Schulter jetzt runterhängt. Nochmal andere Seite. Es ist nicht einfach, ihr werdet es merken. Das Becken darf sich nicht bewegen. Und Zeit. Und Zeit. Zeit. Gleich nochmal, nur von den Rippen aus. Zeit. Zeit. Wer will, kann natürlich auch die Arme seitlich nehmen. Vielleicht geht es dann besser. Wiederholt und schneller. Wir machen es gleich nochmal. Diese Übung ist sehr wichtig. Wir müssen lernen, den Oberkörper getrennt vom restlichen Körper zu bewegen. Für die ganz Mutigen eine ganz schnelle Runde. So, jetzt machen wir dasselbe Vorrücken. Ich stelle mich mal seitlich. Der Oberkörper geht nach vorne, ohne dass das Becken sich bewegt. Und zurück. Nochmal. Nach vorne vom Brustbein aus und zurück von den Rippen aus. Und schneller. Vor, rück. Vor, rück. Vor, rück. Vor, rück. Ihr könnt es zu Hause üben. Ich zeige euch jetzt noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt noch viel mehr. Heute reichen drei. Diagonal. 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 Stellt euch vor, der Oberkörper wird an einem Faden. So. Wer will jetzt schneller? Und ohne die Hüften. Das ist das Wichtige dabei. Das reicht. Jetzt machen wir zum Schluss noch eine Koordinationsübung für die Arme, für die Armspannung und die Koordination. Hoch, hoch und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bevor der Eisi drankommt, mache ich es noch einmal etwas schneller. Jetzt das letzte Mal.
wenn ihr wollt, könnt ihr es zu Hause üben. Jetzt, Icy, bitteschön. Okay. Heute machen wir uns mal ein bisschen elegant. Weiße Glacé-Handschuhe. Das ist nicht nur eine Spinnerei, das hat schon seinen Sinn. Und zwar einfach den, dass ich alle Bewegungen, die ich hier aus dem Detail raus mache, also mit der Hand, eben verdeutlichen kann. Ja? Besonders beim Robot Dance werden die Handschuhe gebraucht, weil wir eben eine gewissermaßen eine steife Hand damit erreichen. Okay, jetzt. Die Greiftechniken bzw. die Tasttechniken kommen alle eigentlich aus der klassischen Pantomime. Ganz wichtig, ich muss mir vorstellen, welchen Gegenstand habe ich vor mir. Ist er eckig? Ist er rund? Wie kann ich ihn am besten angreifen? Zum Beispiel ein Glas. Das Glas hat eine gewisse Stärke, also ein gewisses Volumen. Das muss ich mit einberechnen. Das heißt, ich darf nicht einfach so machen, dann hätte ich ja das Glas zerquetscht. Ich muss das Glas im richtigen Volumen greifen. Eins. Rausnehmen und wieder ins Regal stellen. Noch mal. Hopp. Rausnehmen und ins Regal. Mit der anderen Hand. Eins. Oder mal unten reinstellen. Zur Seite stellen. Mit der anderen Hand greifen. Okay? Wichtig dabei ist dieser Akzent. Denn wenn ich das so lasch mache, also keine Linie, kein Akzent im Körper habe, kommt es nicht deutlich genug rüber. Akzent greifen, Hand wieder entspannen. Also Spannung, Entspannung. Spannung, Entspannung. Dasselbe jetzt mit tausend verschiedenen kleinen Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Zum Beispiel ein Seil ziehen. Wie dick ist das Seil? Ist es nur ein Faden? Oder ist es ein stärkeres, richtiges Tau? Ein Tau und jetzt ziehen. Hopp. 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 Ganz langsam. Ich greife nach vorne. Jetzt muss ich erstmal auch so ein bisschen den Widerstand des Seils spüren. Ziehen. Kleine Überlegungen dabei. Ziehe ich das Seil einfach gerade oder geht das Seil hier nach unten? Ja? Dasselbe, ein Stück Holz vor mir, ein festes Stück Holz. Ich mache es zur Seite, dann wird es besser begreiflich. Hier, hier. Jetzt will ich auf das Holz zugehen, das heißt, ich ziehe mich an dem Stück Holz ran, muss ich natürlich die Arme beugen. Ja? Beim Wegschieben strecken sich die Arme. Zack, beugen. Wegschieben, strecken. Dasselbe, ein gerades Stück Holz. Rangehen, wegschieben. Rangehen, weg. Das heißt, ich muss immer genau überlegen, hier ist der Gegenstand. Und um den kann ich natürlich rumgehen. Ja? Kann rangehen, weggehen. Dadurch kommt das Barrenlaufen zustande, was wir in der letzten Folge schon mal am Ende gemacht haben. Barren nehmen, ziehen. Jetzt in Verbindung mit unserer kleinen Beintechnik. Jetzt den Barren hier rüberdrehen. Nehmen, hinten nehmen, rüberdrehen. Umgreifen und durchgehen. Okay? Umgreifen, drehen. Umdrehen. Ich spiele also einfach mit den Illusionen. Ich stelle mir Dinge vor, zum Beispiel auch eine Wand. Die Wände abtasten. Eins. Hier auch wieder. Ganz wichtig, der Akzent. Zack. Ich darf nicht lasch machen, nur so greifen. Das sehe ich nicht. Akzent. Und was daraus entstehen kann, haben wir auch letztes Mal schon gesehen. Seil ziehen mit dem ganzen Körper, zuerst nur. Ranziehen. Okay, das war's wieder. Und jetzt kommt wieder der lockere Teil.
schwingt einfach von einem Bein aufs andere und lasst den Oberkörper dabei hängen. Leid. Wir sind wieder am Ende. Ich hoffe, wir konnten euch einige Anregungen geben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne zu Hause üben. Vielleicht habt ihr dann ein Erfolgserlebnis.